Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Automation Empire hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind hier fleißig am Verforschen von dem flüssigen oder von dem Gold Fuel. Da müssen wir noch ein bisschen was machen, aber ganz so viel ist es gar nicht mehr, was wir forschen müssen. Ich glaube die 100 sind es noch, also wenn wir hier alle einmal nochmal abgrasen, jeweils mit 20, haben wir die nächsten 200 drin. Dann sind wir da durch, dann brauchen wir das nicht mehr zum Verforschen. Und wir müssen nur noch die Kilogramms erreichen. Und zwar fehlen uns hier 900 Kilogramm an Ware. Die werden wir dann schon noch irgendwie rauspumpen, rausdrücken. Da bin ich mal, gehe ich ganz fest davon aus, weil wir dann nämlich hier eine Stahlproduktion aufziehen werden, die hier über zwei Teile rausliefert. Denke ich mal, oh Gott, der Fehler ist weiterhin beständig hier. Okay. Das finde ich schade. Was ist hier los? Warum kommt hier nichts mehr raus? Achso, ist gerade am Arbeiten. Der Fehler ist hier weiterhin beständig. Also hier stehen etliche Fahrzeuge. Ich glaube, hier müssen wir das mal einmal in einer Pause abreißen. Und dann mal hier die ganzen Fahrzeuge rauslassen. Beziehungsweise durch das Abreißen quasi die Sache hier mal beheben. Das sieht irgendwie scheiße aus. So. Gut. Das sah nämlich wirklich nicht schön aus. Und das muss man nicht haben. So. Nicht, dass das nachher noch irgendwelche anderen Sachen nach sich zieht, die dann quasi zu Bugs führen oder ähnliches. Das wollen wir ja nicht. Haben wir jetzt zwar etliche LKWs weggeschmissen. Das werden wir dann natürlich auch im Transport nach draußen merken. Aber na gut. So viel zu dem erstmal. Gut, wir brauchen hier quasi dann eine Stahlfabrik und da müssten wir ja eigentlich mehr Gewicht rauskriegen als vorher und wir können theoretisch noch das Eisen und die Kohle mit dazu holen. Was denn noch zu mehr Produktion führen würde? Wobei da dann die Frage ist, wie wir das denn alles rauskriegen. Also da würde wahrscheinlich dann ein Versetzen dieser Fabriken nach hinten nötig werden, damit wir dann hier nochmal zwei Abladestationen hier für die haben und zwei für die und dass wir dann hier von dieser Fabrik hier alle Abladestationen mit Stahl nutzen oder sowas. Weiß ich noch nicht. Weil dann ist wieder der Weg zu lang, ne? Mit den Tracks. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, wie wir da mehr Fracht und mehr Ware hinkriegen. Hier würde ich jetzt wirklich erstmal sagen, lassen wir das durchforschen und werden jetzt hier die Produktion quasi erstmal laufen lassen und dann könnten wir, ja, wir könnten auch theoretisch versuchen, das hier hinten anzuliefern und dann hier irgendwo mit abzuladen. Problem ist, wir kriegen unsere LKWs ja nur hier raus. Aus diesem Stück kriegen wir sie nur raus. Wir könnten natürlich jetzt, wenn wir den Zug hätten, haben wir den Zug schon? Den Zug haben wir natürlich noch nicht, könnten wir aber, wenn wir 100 Stahl verkaufen, können wir den Zug erforschen. Also wenn wir 100 Stahl verforschen, warte mal. Dann werden wir das jetzt hier zu einem Stahlverforsch-Objekt machen. Kohle haben wir ja drin, dann lassen wir das Gold erstmal weg und lassen das Gold, weiß ich nicht wohin, Hauptsache weg und forschen dann hier erstmal bloß Stahl durch. Das könnten wir natürlich machen, ja. Gut, heißt also der Goldabbau, der ist so, der ist hier drauf. Der wird mal ganz kurz pausieren. Und wir werden dann hier das Eisen von hier hinten holen. Da reinbringen an die Stellen, wo jetzt Gold ist. Und werden aber erstmal das Gold quasi, was jetzt noch da ist, ja, verbrauchen einfach und einmal ganz kurz alle Kisten dort töten. So. Hier wird es auch demnächst wieder zum Überlauf kommen und dann kann hier theoretisch Eisen angeliefert werden. Das hier werden mir jetzt ganz kurz die Cards. Das hast du schon wieder geholt. Ach, du hast schon wieder voll geholt. Ach, du bist noch am Holen. Okay, dann fährst du noch einmal rein und lädst nochmal aus. Und dann müssen wir das Gold irgendwo anders hin transportieren. Kriege ich das Gold noch da oben mit rein transportiert? Theoretisch ja schon, aber ich werde es denn hier nicht fertig produziert kriegen, ne? Dann müsste ich nämlich, dann könnte ich nämlich hier quasi aufmachen, hier eine Übergabestation hinbauen, dass der Zug immer voll ist. Aber der Zug, der sieht so schon immer sehr voll aus hier. Mit zwei Zügen dahin. Bis hier ranfahren, mit zwei Zügen anliefern.
Ja Gott, dann haben wir trotzdem, dann haben wir viel zu viel Gold hier, ne? Das kriegen wir auch nicht verarbeitet. Dann müssen wir schon wieder eine andere Straße nehmen. Na gut, wir könnten die Goldfabrik ein Stück weiter nach hinten setzen. Hierhin doch beide anliefern lassen, das Ding vergrößern und dann natürlich eine eigene Straße mit 4 Stationen schaffen, die das Gold abtransportieren, ne? Hier so eine, oder von hier dann halt eine Straße einmal so quer rüber hier. Und hier die Goldfabrik und dann muss das da halt in 4 Sachen abliefern. Dann müssen da halt mehrere Laufkatzen arbeiten. Das ist ja nicht mehr das Schlimme, das kriegen wir ja hin. Das könnte man hinkriegen und dann hat man durchaus eine höhere Goldproduktion. Und dann schaffe ich das wahrscheinlich mit dem Gewicht hier, mit den 9000. Weil die 8100, ich denke, da werden wir ganz schlecht drüber kommen. Ja, wir haben zwar jetzt hier etliche LKWs in der Warteschlange, aber ich glaube, das ist natürlich auch durch dem, was hier maximal von da ankommen kann und schon doch arg begrenzt. Also wir werden wieder auf kurz vor 8000 kommen, ja, aber ja, nicht auf 9000, das schafft man nicht. Jedenfalls nicht so. Gut, okay. Heißt also, Umbauarbeiten machen. Hier muss jetzt dann Stahl drin hergestellt werden. Das ist kein Problem, weil wir Eisen dort haben. Wir werden die Kohle immer anliefern lassen, damit hier die Kohle voll läuft. Das ist erstmal egal. Werden den Goldtransport jetzt hier stoppen. Machen wir ganz kurz aus. So, dann müssen wir das hier umbauen. Und zwar, ja, oder warte, lassen wir das noch so lange laufen? Ach, das lassen wir noch so lange laufen, bis wir oben das Gold umgebaut haben. Fahr mal durch, doch noch ein paar Runden herum. So, also wir werden hier oben das Gold umbauen. In eine größere Fabrik. Und hier eine extra Straße für den Goldabtransport machen. Und die Fabrik muss dann halt eben so groß sein, dass wir von 2 Seiten anliefern können. Das heißt, dass 2 Züge mit Gold ankommen können und jeweils 3, also da muss man dann schon volle Breite gehen, jeweils 3 solche Pötte haben und dann da rein und dann ab. Gut, das ist so der Plan und dann muss dann halt dementsprechend nur der Abtransport gesichert werden. Ich denke, da werden wir dann 4 einzelne Laufkatzen auf 4 Förderbänder geben. Gut, okay. Heißt in dem Maße, wir werden jetzt hier erstmal ganz kurz die Schiene aufreißen, die dann hier unten lang liegen und daran liegen und dann können wir hier erstmal die Fabrik drin aufbauen. So der Plan. Okay, gut. Heißt, Schiene neu setzen auf dieser Ebene und zwar wollen wir dann von hier einfach mal gesagt quasi hier so lang. Muss denn da bloß angebunden werden, ne? Das ist klar, aber mir geht es ja darum, dass wir hier den Platz dann haben für die Fabrik. So, das müsste eigentlich reichen. So, dann rupfen wir jetzt mal hier ganz kurz auf. Bauen das dann mal da dran. So, dann reißen wir es hier kurz auf. Und bauen das da dran. So. Dann ist die Umleitung gelegt, dann können wir hier die Schienen schon mal wegreißen und dann haben wir hier den Platz für die Fabrik. Na, mach weg das Zeug da. So, sehr schön. So, jetzt werden wir den Strom hier noch verlegen. Und zwar kommt der denn mal hier so hinten ganz an den Kanten mit ran hier. So, und dann kann er hier auch raus. Dann ist das nämlich hier alles Bauplatz geworden. So, eine Fabrik hingebaut und zwar so groß wie es geht jetzt hier rein. Okay. Das gefällt mir so noch nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da kriege ich keine 6 Kessel rein. Da muss ich nur breiter werden. Länge ist ja nicht so wichtig. Breite ist wichtig, ne?
Weil wenn ich eh von der Seite mal liefere, dann kann ich eigentlich auch hier. So. Wir brauchen jetzt immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 breit. Das könnte reichen. Mein Strom, ja? Moment. So, jetzt müsste doch Strom da sein. So. Gut. Das heißt, wir können einmal von hier hinten anliefern. Wupp, raus. Also da müssen wir mal hier bloß einfach so zack und dann hier irgendwie rumlegen, irgendwie, dass das hier irgendwie sinnvoll aussieht. Müssen wir mal gucken. So. 1, 2, 3 und dann 1. Der war falsch gesetzt. 2, 3. So. Wo wir hier den Ansauger machen, ist ja völlig egal. Muss ja nur verteilt werden. Das Material. So. Der holt sich's rein, der holt sich's rein. So, und dann müssen wir jetzt nur mit den einmal zwei Gleisanschlüsse hier haben und zwei Gleisanschlüsse hier. Und dann müssen wir dann zwei Gleisanschlüsse hierfür nutzen quasi. Na gut, wir müssen ja bloß einen Ausgang haben, also hier rein und dann hier hinten bloß irgendwo, dass der ganze Zuppelzug denn da wieder rausfahren kann. Ja, das werden wir hier gar nicht mehr hinkriegen, ne? Vielleicht komme ich hier rum. Dann hier raus, ne, da komme ich auch nicht raus. das ist jetzt sehr schön gedacht, aber ich glaube, ich schaffe das gar nicht, da überall rauszukommen, wo ich rauskommen müsste, ne? Und mal gucken hier. Ah, doch, da komme ich raus. Da komme ich raus. Da komme ich raus. Das geht schon mal. So, dann hier rauskommen. Und hier müssen wir noch das Zwischending setzen. So. Okay, also zwei Anschlüsse haben wir schon mal auf jeder Seite. Hier muss ich dann aber, Momentchen, gleich ums Eck kommen. So. Und hier ist dann der Anschluss für quasi das denn. So, und hier müssen wir dann auch bloß so ums Eck kommen. Einfach nur gerade rausfahren und dass wir da den Anschluss für das zweite Gleis legen. So, wo wir Gold herkriegen. Gut, so, also Goldanlieferung würde denn hier stattfinden, das ist schon mal gut. Ja, lass das ruhig erstmal noch da arbeiten, das ist erstmal auch nicht weiter schlimm. Wir können ja dann hier die Straße so hier dran vorbeiführen, dass die hier hingeht und dass hier oben quasi in Schlangenlinie 4 von den Teilen sind, die wir dann hier einzeln bedienen. Mit einzelnen, das ist alles, sagen wir mal, recht unförmig hier zu bebauen, ne? Das ist alles sehr eng jetzt hier, was wir hier machen. Aber gut, willst du machen, so ist das Leben. So, das heißt also, wir werden uns jetzt erstmal darum kümmern, dass wir die Straße dahin kriegen, wo sie hin haben wollen. Das ist schwer genug. Muss ich die Stromdinger hier mal umsetzen? Moment, wo können wir denn noch Strom erzeugen, ohne dass es uns großartig stört? Hier hinten stört es uns erstmal nicht. So. Gut, dann legen wir jetzt hier eine Straße, die dann hier einen Ausgang irgendwo findet. Gucken, dass wir hier einen Ausgang hinkriegen. Irgendwo in den Berg gebaut kriegen hier. Da hätte es jetzt gerade hingepasst. Hier stört irgendwie wahrscheinlich die Schiene, ne? Wahrscheinlich die Schiene und wahrscheinlich der Strommast hier. Mach mal Pause. So. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt da den Tunneleingang in den Berg kriegen. Geht immer noch nicht. Immer noch zu viel, was hier rumsteht.
Da kriegen wir ihn, okay, so. Gut, ne, das ist nicht mal schlimm. Man muss ja nur wissen, wo es geht. So, dann haben wir jetzt hier wieder rum. Der Strom ist im Weg. Mal wieder zu erwarten. Da steht der Strom aus dem Weg. So, sehr schön. Dann ist das erstmal wieder hier zusammengebaut. Dann kann das erstmal wieder arbeiten, an sich arbeiten. Also so arbeiten, dass es auch arbeiten kann, sagen wir mal so. Hier würde ich fast davon ausgehen, können wir einmal durchclaimen alles. Da wird noch genügend produziert, denke ich mal, dass wir dann wieder nochmal die Chance haben, alles durchzuclaimen. Weil hier in den Teilen sind mehr als 20 Stück drin. Das ist quasi ausschlaggebend oder ausreichend dafür. So, hier machen wir wieder einmal ganz kurz den letzten an, damit da hier wieder Kohle nachfüllt. Hier machen wir, da ist noch Gold drin. Hier ist noch Gold. Da ist auch schon Kohle drin, sehr schön. Also arbeiten schon mindestens zwei hier. Immer durchgängig. Ja, gut, das sieht man ja schon. Da ist dann ordentlich was zu tun. Okay, so. Gut. Jetzt müssen wir dann hier die Straße noch langlegen und dann hoffen, dass wir dann hier diese wunderbaren Teile hier mehrfach unterkriegen. Zwei. Drei. Bis hier hinten hin. Bin ich schon ein bisschen sportlich. Also hier würde ich dann doch schon sagen, dass wir sie dann horizontal setzen. Heißt also hier war so rum. Jetzt ist genau der Strom aus dem Weg, war ja wieder zu erwarten. Direkt aneinander ging ja nicht, ne? Weil wegen ist nicht. So. Dann Straße einmal von hier oben. So lang, dann können wir die Straße auch da anschließen. Wenn da nicht der Strommast wäre. Also mit Strommasten setzen habe ich aber echt Glück, ne? So. Gut, jetzt wäre dann hier quasi so eine Straße unterwegs, die wir dann mit einer Hochbahn von hier einen der zwei bedient und hier einen der zwei, alle beide bedient, und dann sollte das dann nicht ganz gut laufen dort. Alles klar, gut, das heißt, wir brauchen jetzt hier die Vorbereitung für eine, Goldproduktion. So, dann machen wir mal X hier, das brauchen wir da gerade nicht. So. Wir wollen ja hier nur Gold produzieren und kein anderes Zeug. Und hier soll ja nur abtransportiert werden. Moment, dann brauche ich jetzt den Kistenpacker hier. Jo. Sehr schön. So. Dann brauchen wir hier die Johnnies. So, dann brauchen wir quasi eins, der das hier alles dann auf ein Ablegeförderband bringt, was dann von hier bedient wird oder von hier abgeholt wird. Und dann ist das alles schon wieder gut. Und hier ein Abholband, was dann hier quasi durchläuft und dann hier mit dem Kloster landet und dann immer fleißig die Sachen ablegt. So ist der Plan zumindest jetzt erstmal in der ersten Iteration. Sehr schön, das war so nicht geplant. So. Nee, dahin bitte. So, dann brauchen wir die Jungs hier.
Ich habe übrigens einen Kommentar gekriegt, wo denn drinnen stand, es tut ja weh oder beziehungsweise er wird aggressiv, wenn er immer wieder den gleichen Fehler sieht, den ich mache. Ich mache wahrscheinlich immer wieder den gleichen Fehler, weil ich jetzt so quasi das Spiel gelernt habe. Ich bitte euch, beißt nicht in die Tischkante, schreit nicht euer Monitor an. Versucht es mir auf eine Art und Weise zu erklären, auf der ich das auch verstehe. Also wo ich dann auch sage, ah ja, okay, so meint er das. Und dann hoffe ich, dass ich besser werde, beziehungsweise dass ich dann den Fehler halt nicht mehr mache. Das nur noch mal so am Rande kurz erwähnt, weil ich nämlich den Kommentar schon wieder gelesen hatte am Wochenende. Unter irgendeiner Folge. Und drunter stand so, oh, wieder der gleiche Fehler, ich beiße jetzt mal die Tischkante. Also nicht, er steht halt nicht, er beißt in die Tischkante, sondern macht ihn aggressiv. Und ich möchte natürlich nicht, dass ihr irgendwie aggressiv werdet oder ähnliches. Das wäre, mir liegt alles ferner als das. So, dann machen wir hier mal auf das Band. Und werden jetzt... Ich hoffe, dass der Wagen gerade dem Weg war. Oder war der hier oben? Ist gerade hier unten. Okay, gut. Dann passt das ja. So. Und dann kann hier auf jeden Fall schon mal die Goldproduktion so langsam aber sicher anfangen, hier was unterzubringen. Gut. Wir bauen hier weiter in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.